Frau Grau, es regnet. Und der Regen schlägt aufs Haus, aufs Dach, die Katze trägt. Vier Junge aus, fünf Junge aus. Der Regen schlägt aufs Dach, aufs Haus. Die Zeit ist schlecht, der Regen rinnt. Im Rund des Schoßes liegt der Wind. Des Schoßes liegt gekrümmt und weht der Hund, der Wind. Der Regen seht, das ist der Hund und das Frau Grau. In diesem Hause Hund und Frau. Der Regen schmatzt am Haus, am Dach, der Hund im Schoß, die Frau danach. Die Frau im Stuhl, der Regen fällt, er fällt aufs Haus, aufs Dach. Sie hält in ihrem Schürzensack den Hund. Der Regen klopft ans Fenster und aufs Haus, aufs Dach. In ihrem Schoß liegt warm der Hund, die Zunge groß und rot. Erscheint der Regen, macht Geräusch am Dach in dieser Nacht. Der Regen klatscht, der Regen rauscht, der Regen schlägt und pocht. Jetzt lauscht im Vordergrund gekrümmt der Hund, Frau Grau jedoch im Hintergrund. Des Nachts an diesem Tag und legt die Hand ans Ohr. Der Regen fegt in dieser Nacht das Dach und tropft vom Dach, vom Haus, der Regen klopft in dieser Nacht aufs Dach und rinnt vom Dach, vom Dach. Frau Grau beginnt in dieser Nacht zu laufen und es folgt auf ihrem Fuß der Hund. Vorbei, vorbei in dieser Nacht am Tisch, am Schrank, der Regen kracht am Tisch, am Schrank. Der Mond ist schmal am Schrank, am Ofen, am Regal. Vorbei, vorbei an Ofen, Schrank, vorbei an Tisch, an Stuhl, an Bank und weiter noch ein kleines Stück vorbei in diesem Augenblick. Gehen Hund und Frau zur Nacht und ach, der Regen schlägt aufs Haus, aufs Dach. Ja, herzlich willkommen hier zur Lesung im Staatstheater, heute mal digital. Sonst sind wir ja immer live und wir haben alle anderen Lesungen ja verschoben in den Mai und den Juni. Aber eine Lesung, die wir unbedingt machen wollten, müssen wir jetzt machen, denn wir wollten an Rohr Wolf erinnern. Der ist am 17. Februar 2020 in Mainz gestorben. Es ist sein einjähriger Todestag. Wir wollten eigentlich hier in der Kakadu Bar eine Live-Lesung machen und den Sammelband Alles andere ungewiss vorstellen. Und nun kommen wir digital zu Ihnen und möchten Sie gerne neugierig machen auf das Werk von Rohr Wolf, wenn Sie es schon kennen, vielleicht ein, zwei Gedichte, die Sie noch nicht kennen, oder eben, wenn Sie noch nichts von ihm gehört haben, so wie es mir ging, als ich nach Mainz zog und zum ersten Mal von ihm hörte und plötzlich ganz begeistert war über sein ja, vielfältiges Werk, literarisch, aber eben auch die Collagen, eine sehen Sie auch im Hintergrund hier bei uns. Das gibt es jetzt zu entdecken und wir, das sind heute Abend Klaus Köhler, der Ihnen gerade das Gedicht Frau Grau von 1961 vorgetragen hat. Er ist Ensemblemitglied am Staatstheater Mainz und auch festes Mitglied unseres literarischen Quartetts. Und, wo ich mich sehr darüber auch freue, Thomas Schröder, Literaturwissenschaftler und hier in Mainz bekannter Buchhändler und der auch Rohr Wolf persönlich kannte und sich intensiv mit dessen Werk auch beschäftigt hat und heute uns auch einen Einblick in dessen Schaffen geben wird. Und jetzt folgt ein weiteres Gedicht, nämlich das Gedicht Gute Laune. Gute Laune. Schluss. Wir sprechen jetzt von anderen Sachen, sagt Hans Waldmann und beginnt zu lachen. Der Direktor dreht ein Stück vom Hals in die Höhe und lacht ebenfalls. Mit den Füßen auf dem Kanapee hingeworfen lacht der Attaché und erhebt die Hand und zeigt diskret auf die Witwe, die im Spiegel steht. Schleierhaft und düster angezogen, wehend und vom Lachen umgebogen, winkt sie weich und bleich wie Samt und Sahne, raschelnd seidenleicht zur Ottomane, wo der Scheich an seiner Wasserpfeife saugend lacht, sie öffnet eine Schleife. Danach sinkt sie lachend und in vollster Garderobe dunkel in die Polster. Reizend kratzt sie auf der Polstergruppe am Damast mit ihrer Fingerkuppe. Aus der Tiefe zieht sie eine Spange, etwas knistert schwarz, der Lord lacht lange. Langsam wölbt und dehnt sich ihr gemalter, feuchter Mund, sie zupft an einem Halter. Der Matrose lacht und zweifellos auch der Gast, die Stimmung ist famos, denn die Witwe öffnet eine Schnalle. Etwas rutscht, darüber lachen alle,
Auch der Unbekannte im geliehenen Frack, er lacht. Es schwirren die Vitrinen vom Gelächter und die Lampen schwingen. Alles lacht, es lacht vor allen Dingen der Tenor. Man sieht es am Gesicht. Nur der Fremde am Buffet lacht nicht. Und die Witwe, rauschend, weit und breit, singt ein Zeichen ihrer Heiterkeit einfach um. Und dort am Lampenfuße öffnet sie den Kragen ihrer Bluse. Alle stehen auf von ihrem Sitz, auch Professor Dr. Winternitz. Zwischen dem gebeugten Herrenknöpfen knöpft die Witwe wild an ihren Knöpfen. Und man sieht sie die Verschlüsse lösen, Gürtel, Bänder, Schlaufen, Haken, Ösen. Etwas sieht man reißen, etwas reiben. Vor dem Fenster sieht man Wolken treiben. Etwas schwillt, es zittern alle Spitzen. Vor dem Fenster sieht man Regen spritzen. Etwas knistert beim Hinunterschieben dünner Strümpfe, etwas wird gerieben, eine Naht wird lachend aufgerissen, etwas klafft, der Wind hat zugebissen, etwas fließt davon am Straßenpflaster. Lachend sieht man weiß wie Alabaster einen Leib aus seinen Hüllen schlüpfen, während draußen still die Häuser hüpfen. Schlachthof, Wasserturm und Gasanstalt fliegen durch die Luft und etwas krallt seine Hände in den schönen roten, lachend eingedrückten Teppichboden. Alles schwankt, man lacht sich einen Knick, vor dem Fenster platzt die Lackfabrik. Lachend platzt der Lackfabrikbesitzer, dann ist Schluss. Es folgt ein Schrei, ein spitzer Schrei am Schluss und alles lacht sich krumm und die ganze Welt fällt draußen um. Waldmann hat das Fenster zugemacht. Ach, mein Herr, was haben wir gelacht? Ja, vielen Dank. Thomas, was hat es denn mit der Waldmann-Figur auf sich? Der kommt ja nicht nur in einem Gedicht, sondern in sehr vielen Gedichten von Rohrwolf vor. Ja, wie gesagt, eines der berühmtesten Pseudonyme von Rohrwolf. Warum hat er diese Pseudonyme gewählt? Auch diese doch sehr auffälligen, sehr allerweltsmäßig ja zunächst mal klingenden Pseudonyme wie Waldmann. Also man denkt da ja von vornherein so ein bisschen an die Sparte des lustigen Gedichts. Das passt also ideal. Oder auch an so, sag ich mal, banale Szenen wie ein Männlein steht im Walde und so. So stellt man sich einen Herrn Waldmann dann vor und so agiert er letztendlich auch in den Rohrwolfschen Texten. Es geht ihm so ein bisschen darum, das haben wir, denke ich, auch am Inhalt des Gedichtes ja sehr schön gesehen, ja, so etwas fragwürdige, erotische Positionen mal fromm und frei sozusagen auszusprechen, ohne sich dann irgendwie selbst dadurch angreifbar zu machen. Aber das ist natürlich alles sehr spaßig und lustig gemeint. Das ist so ein sehr offener Umgang mit Fetischen und als Fetische werden halt hier auch gerne von Rohrwolf Namen eingesetzt. Warum hat er das aber gemacht, dass er so häufig in seinen Texten ja eine dritte und eine vierte und eine fünfte Figur einsetzt, um eigene Gedanken und Artikulationen sozusagen zu verkörpern. Ich glaube, dazu ist wichtig, sich auf die Anfänge von Rohrwolf zu besinnen, der eigentlich in einem sehr spektakulären Frankfurt Ende der 50er Jahre eben anfängt, nach der Flucht aus der DDR, schriftstellerisch zu arbeiten. Das ist für ihn von vornherein sehr vielfältig bestimmt. Er hat sozusagen drei Gebiete, wo er aus dem Vollen schöpfen kann, wo damals Frankfurt wirklich am Limit gewesen ist. Das ist einerseits die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer. Da ist Rohrwolf ganz fest integriert als Studierender mit einem sehr guten Kontakt, vor allen Dingen zu Adorno. Das hat ihn sehr geprägt intellektuell. Dann kommt als zweite ganz wichtige Quelle für sein Werk hinzu, der Jazz hat in Frankfurt zu dieser Zeit eine riesige Bedeutung, wird sie dann viele Jahrzehnte lang auch behalten. Und das dritte Element ist dann skurril, wie es zu Rohrwolf passt. 1959 wird Eintracht Frankfurt zum ersten und einzigen Mal in seiner Geschichte deutscher Meister im Fußball. Auch das der Beginn einer jahrzehntelangen Freundschaft zu dieser Mannschaft, zu diesem Verein. Er hat viel über die gearbeitet, also da sehen wir schon, wer so vielfältige Themen hat, der braucht auch viele Pseudonyme, um sich diesen Gebieten dann adäquat nähern zu können. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass Rohrwolf selber Ehrenspielführer der Autoren-Nationalmannschaft war.
Und das Spannende ist, das verbindet ihn mit einigen Autoren, die noch in diesem Halbjahr zu uns kommen, nämlich Wolfram Eilenberger und Christoph Nussbaum-Eder sind auch Mitglieder dieser Autoren-Nationalmannschaft, aber noch weit entfernt davon, Ehrenspielführer zu sein. Hast du ihn mal Fußballspielen gesehen? Nein, aber er hat das immer von seinem großen Einsatz erzählt, den er relativ teuer bezahlen musste, weil er hat dann sozusagen sich bereit erklärt, in der Position des Torwarts zu agieren in Griechenland. Bei einem großen Ausflug dieser Fußballnationalmannschaft nach Griechenland haben sie auf einem Harzplatz dann ein Spiel absolviert und dabei hat er sich die Hand gebrochen. Ausgerechnet die Hand, die ihm dann wirklich für sein eigentliches Handwerk und seine eigentliche Profession sehr gefehlt hat. Aber er hat das immer sehr mit Humor genommen, hat aber damit auch sein großes aktives Engagement sehr zurückgeschränkt und ist eher wieder in die Fanrolle zurückgegangen. Aber er hat das eben immer begleitet. Und man muss sagen, er war halt auch schon jemand, der sich mit Fußball beschäftigt hat, als das noch kein Intellektueller machte. Da war er wirklich so jemand, der auch Tabus aufgebrochen hat. Und er hat das auf sehr vielfältige Art und Weise gemacht, mit enormem Sachverstand. Einerseits, er hat wirklich mit Trainern und Spielern auch direkte Kontakte gehabt. Er war jemand, der in die Kabine gelassen wurde von dem damaligen Frankfurter Trainer Dietrich Weise. Er hat ganz intensiv auch technisch gearbeitet mit den Radioreportagen, die man eben früher jeden Samstag geballt hatte. Man dann sozusagen diese anderthalb Stunden Fußball, die haben die Samstagnachmittage in den 50er, 60er Jahren geprägt, vor allem dann in den 60er Jahren mit Gründung der Bundesliga. Und da hat eben Rohrwolf wirklich mitgefiebert und hat daraus aber eben auch wiederum doch Texte und Hörspiele gemacht von einer ganz hohen Qualität. Sehr schön ist das gesammelt von dem Jürgen Roth, dem Frankfurter Kollegen von Rohrwolf, hier in diesen gesammelten Fußballhörspielen. Da kann man wirklich sehen, also wie viel er aus dem Thema gemacht hat. Das ist wirklich ganz beachtlich. Jetzt haben wir schon gehört von Gedichten, vom Hörspiel und du, finde ich, hast einen echt schönen Prosatext rausgesucht, den wir jetzt auch von Klaus Köhler hören werden. Später kam wieder was anderes und das ist ein Text, der uns ein bisschen zeigt, wie er zum Schreiben gekommen ist oder anders gesagt, welche Autoren oder vor allen Dingen welcher Autor ihn geprägt hat. Später kam wieder was anderes. Bevor ich geschrieben habe, habe ich gelesen. Bevor ich gelesen habe, habe ich geschrieben. Aber bevor ich geschrieben und gelesen habe, habe ich mir Geschichten erfunden, in die ich nachts wie in den warmen Bauch hineinkriechen konnte. Es war niemand da, der mir Geschichten erzählt hat. Mein Vater war auf Reisen mit vielen Grüßen. Meine Mutter stand hinter der Ladenkasse und sagte nicht viel. Mein Großvater saß schweigend auf dem Schusterstuhl, unablässig auf Sohlen und Absätze einschlagend, die Zwecken zwischen den Lippen. Meine Großmutter schaute zum Fenster hinaus. Dort sah sie den Spitzberg, den Roten und den Breitenberg und den Schwarzenberg und hat mir keine Geschichte erzählt. Anfang 39 verbrachte ich einige Zeit mit der normalen Schreibschrift nach Ludwig Sütterlin. Danach folgte die Einübung in die Druckschrift. Mein Vater war mit einer grauen Mütze verschwunden. Meine Mutter stand fremd und fern hinter der Kasse. Mein Großvater war vom Schusterstuhl gefallen und tot. Meine Großmutter schaute zum Fenster hinaus und vertrocknete stumm. Ich las: Der Tisch ist rein. Tasche, Tinte, Tante. Die Dose ist rund. Dach, Docht, Daumen, da, du, dem, doch und rund. Der Sand die Hand, der Koch das Loch, der Zeiger zeigt die Zeit. Das war also die erste Begegnung mit dem Gedruckten. Ein Abenteuer. Lässt sich jetzt, wo ich zu graben beginne, dieses erste Leseerlebnis unbeschädigt ausgraben? Oder war es nicht vielmehr eine ganze Reihe von Erlebnissen mit Büchern, die inzwischen zusammengewachsen sind? Da fällt mir ein Bobby Box. Eine sehr wichtige Bekanntschaft, eine Figur aus dem Zigarettenbilderalbum, gemischt aus Charlie Chaplin und Harry Langdon. Kein erlesenes Leseerlebnis, aber ich habe Bobby Box geliebt und ich liebe ihn noch heute. Karl May, 60 Bände mit aller Macht und Wucht, aber das war später. Frank Allen, der Rächer der Enterbten, alles später. Vorher kam noch die Zeit der Kriegshefte. Niemals ist etwas nach dem Lesen spurloser aus meinem Kopf verschwunden als diese endlose Kette von Siegen und Siegen und Siegen.
Allenfalls ein paar Titelstümpfe kommen beim Ausgraben zum Vorschein. Stoßtrupp so und so, Calais sturmreif, ja, Mölders und seine Männer, oder war es Prien? Also gut, Prien und seine Männer. In dieser Zeit mit Fanfarenstößen und Sondermeldungen, in der Schurschill, der dicke Lügenlord und der schwarze, dünne Schamberlein eins nach dem anderen auf die Nuss bekommen haben. Ich zog die Verdunkelung herunter und las wahrscheinlich Panzerspähwagen westwärts. Oder ich saß nachts im Keller mit dem Brummen darüber und gelegentlich mit dem fernen, aber wirklich noch sehr fernen Detonationen und las Bomber über Dünkirchen. Diese Zeit war noch längst nicht vorbei, doch eines Tages saß ich vielleicht in der Stube. Ich hatte die Raupen, die damals in ungeheuren Schwärmen über den Kohl wanderten, mitten im Fressen abgerissen und in den Bottich geworfen. Oder ich hatte Schnee geschaufelt vor der Haustür und Viehsalz gestreut. Und was nun? Vielleicht bin ich aufgestanden, 42 oder 43 im Sommer oder im Winter, und habe mich auf den Weg zum Herrenzimmer gemacht. Rechts entlang, an der Küche vorbei, in der es wahrscheinlich dampfte, weiter den langen Gang entlang, am Klosett vorbei, wo die Sonne hineinstach, durch das menschenleere Schlafzimmer und weiter durch eine neue Tür in einen anderen Gang. Drei Stufen knarrend hinunter, links mein Zimmer, dann ebenfalls links das letzte Zimmer, das Herrenzimmer, in dem es im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt war. Nehmen wir an, es war Sommer. Dann war es sehr heiß. Oder nehmen wir eine gemäßigte Jahreszeit an, weder heiß noch kalt, aber das spielt ja keine Rolle. Worauf es jetzt ankam, waren die schönen ledernen Bücherrücken. Goethe und Ganghofer und Dostojewski und Rosecker und so weiter in vielen Reihen hintereinander. Ich bin an diesen Rücken vorbeigegangen und habe etwas gesucht und nichts gefunden. Und darum bin ich den ganzen Weg, den ich beschrieben habe, wieder zurückgegangen und bin hinausgegangen und die Saalstraße hochgegangen, dann durch die Brudergasse gegangen und rechts durch die Klostergasse zum Schießteich gegangen oder, um eine Abkürzung auszuprobieren, zwar durch die Brudergasse gegangen, aber nicht durch die Klostergasse, sondern durch die Hans-Schemm-Straße gegangen bis zum Schießteich. Und ich ging und ging und trat schließlich in einen Laden hinein, in dem Herr Ost neben den Ausrüstungsgegenständen für Briefmarkensammler auch Wunderkerzen, Taschenspiegel, Lakritzstangen aus Pferdeblut, unübertreffliche Murmeln und Gummischützer, sogenannte Fromser, prachtvolle Pressbilder, Trillerpfeifen und Zündplättchen für sanfte Pistolen, perlenbestickte Portemonnaies und andere Dinge von unschätzbarem Wert führte und zu alledem auch eine Leihbücherei betrieb. Dort also fand im Jahr 42 oder 43 eine für diesen Beitrag wichtige und für meine Zukunft entscheidende Begegnung statt. Ich entdeckte im Hintergrund unterhalb von Heimatromanen und Liebesromanen etwas im Dunkeln des Ladens, gebückt in der Nähe des Fußbodens, schmächtig und fleckig in einem finsteren, feierlichen Moment, eine Reihe von Büchern eines Mannes, dem ich hiermit mein erstes Leseerlebnis zuschreibe. Was mich im Handumdrehen für ihn einnahm, waren die Illustrationen, dann auch die Titel. Die Leiden eines Chinesen in China. Ein Drama in den Lüften. Das Dampfhaus. Nehmen wir an, es war 43. Dann hatte ich also im Jahr 43, vielleicht gegen Abend vom Schießteich aus, Hans-Schemm-Straße, Brudergasse Richtung Saalstraße, ein kleines bräunliches Buch aus dem Verlag Hartleben in der Tasche. Ich ließ die Verdunkelung herunter. Ich blätterte ein bisschen herum. Plötzlich wurde ich eingesogen in dieses Buch, aufgeschluckt von einem Autor, Jules Verne. Was wollte ich eigentlich damals haben? Das, was der Verlag Hartleben im Klappentext annonciert? Einen Autor, aus dessen Schriften man so leicht belehrt, so angenehm unterhalten werden kann? Ich wollte mich nicht belehren lassen. Auch nicht auf angenehme Weise. Ich war auf der Suche nach Lesegrotten, in die ich hineinspazieren konnte, in denen ich mich verlaufen konnte. Diese Begegnung ist nicht ohne Folgen geblieben. Etwas glüht nach von damals, von den Überraschungen und Verblüffungen im Umgang mit seinen Büchern, und etwas von heute strahlt zurück auf dieses Erlebnis. Etwas von heute, wo Jules Verne ganz in der Nähe von Kafka und Beckett und Robert Walser in meinem Regal steht. Robert Wolf wurde 1932 in Saalfeld geboren. Und ich glaube, als diese Episode ist, war er noch in Saalfeld. Thomas, wenn ich richtig bin.
Und Thomas, gleich die Frage, wie viel Jules Verne findest du in Rohrwolf? Sehr, sehr viel. Also das war auch mit ein Grund, warum ich diesen Text mit dem übrigens Brigitte Kronauer, ihr Rohrwolf-Lesebuch, was damals zum 80. Geburtstag erschienen ist, sozusagen mehr oder weniger einleitet. Sie hat noch so eine kleine Ouvertüre, wo so enzyklopädische Texte, da werden wir auch noch drauf kommen, kurz angesiedelt, aber dann kommt gleich dieser Text. Und der ist eben wichtig, weil er einfach zeigt, wie wichtig Schreiben und Lesen für Rohrwolf in einem Zusammenhang waren. Und was er hier macht, dass er das auch an die Räumlichkeiten, in denen er sich da in Saalfeld bewegt hat, also dass die eigene Wohnung durch kriegsbedingt verdunkelt, dann die Bibliothek des Vaters, beeindruckend, aber eigentlich enttäuschend, dann der Gang zu einem Händler, um Bücher und andere Gegenstände auch zu erwerben. Auch hier sehen Sie immer wieder diese Breite seiner Themen, dass er eigentlich alles, was ihn umgibt, irgendwie aufnimmt, auch an Literatur. Ja, er liest eben Kriegsheftchen und er liest Comics und er liest eigentlich, was er in die Hände kriegt. Und trotzdem nimmt er dann da noch wieder etwas heraus und sagt, aber Jules Verne, das war mein erstes Leseerlebnis. Und wenn man das dann sieht, also wie sehr er eigentlich von dieser Fantastik geprägt ist, von diesem Zusammenbringen von ganz unterschiedlichen, Themen, dass er einfach diese schlichte Abenteuerlust dann verbindet mit technischen Faszinationen, mit architektonischen Faszinationen, mit dem Gefühl und dem Glück des Reisens, ja, und des sich in ferne Gegenden begebens. Das ist eigentlich für ihn so entscheidend gewesen, dass ich glaube, er hier nicht übertreibt, dass Jules Verne für ihn ein ganz, ganz entscheidender Autor ist. Es gibt wichtigere Autoren noch, das würde ich auch sagen, die nennt er hier auch, aber er hebt eben dann den Jules Verne schon in den gleichen Rang wie sie. Das ist eben vor allen Dingen bei ihm Kafka und Robert Walser, die haben ihn, glaube ich, noch viel mehr geprägt. Das kann man sicherlich sagen. Ja. Und das Spannende finde ich, weil im Text dann ja auch erwähnt wird von den Bildern und den Skizzen, die da bei Jules Verne zu sehen ist, dass sich das auch widerspiegelt in seinen Büchern. Vielleicht kann man das hier sehen, zum Beispiel. Das ist aus dem neuen Sammelband, der jetzt gerade erschienen ist im Schöpflin Verlag. Und da sind sehr viele Collagen auch enthalten und die teilweise eben auch, auch fast in die Zeit Jules Vernes mit reingehen oder widerspiegeln oder auf jeden Fall auch die, weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, aber das Reisen, auch die Fantastik und so weiter, die du gerade beschrieben hast, auch weiter thematisieren. Und das macht auch das wirklich Schöne dieser Ausgabe der Bücher oder insgesamt seiner Bücher, man sieht das vielleicht nochmal hier ein Beispiel, aus, dass eben das nicht nur sein literarisches, sondern auch sein Kunstwerk da zu sehen ist. Und ich finde, man dort auch die Spuren, die du gerade beschrieben hast, man wiederfindet. Wir waren jetzt in Saalfeld und ich fand spannend, in einer Biografie habe ich gelesen, nach 30 Umzügen ist er in Mainz gelandet. Ist er denn direkt von Frankfurt nach Mainz gekommen? Wir hatten vorhin die Frankfurter Zeit. Oder sind die Umzüge sozusagen... Also er hat schon sehr viel im Rhein-Main-Gebiet gelebt und ist auch viel im Rhein-Main-Gebiet umgezogen. Aber sehr wichtig ist auch seine Zeit in Basel. Die hat ihn auch sehr, war ihm immer sehr, sehr, sehr wichtig in den Erzählungen. Und Mainz spielt insofern eigentlich für ihn eine spannende Rolle, weil man kann wirklich sagen, nach vielfältigen Versuchen irgendwo im Rhein-Main-Gebiet auch in gewisser Hinsicht zur Ruhe zu kommen, ist ihm das dann in Mainz gelungen. Ja, das glaube ich, würde dazu vielleicht reichen. Vielleicht sage ich noch, weil wir das vorhin auch so im Raum stehen hatten, also er hat die DDR 56 verlassen und ist dann zunächst nach Stuttgart gegangen und hat da sogar als musste sich da sogar mehr oder weniger als Bauarbeiter verdingen, ja, also hat es schwierig überhaupt Fuß zu fassen und hat dann eben diesen Schritt nach Frankfurt gemacht, um eben voranzukommen und da hat er eben auch dann die Entdeckung eigentlich gemacht, die ihn sozusagen in diese Literatur hineingeführt hat. Das ist zunächst mal zu erklären durch seine starke, engagierte Mitarbeit in der Studentenzeitschrift Diskus, die damals sehr berühmt war und in der hat er eben alle Formen der Kritik, also er hat
Literaturkritiken geschrieben, er hat sich mit dem Jazz natürlich auch dort beschäftigt, er hat auch dort schon angefangen, sich mit diesen künstlerischen Arbeiten, den Collagen, die eben angeregt sind, von Max Ernst zu beschäftigen, also man sieht da auch schon diese Vielfalt. Und dann ist er eben von da aus, tatsächlich ist es ihm gelungen, sozusagen in den 60er Jahren mit ein prägender Teil dieser Suhrkamp-Kultur zu werden, die er dann sozusagen bis in die 70er Jahre mit seinen Fußballprojekten begleitet hat, bevor er dann sozusagen andere Wege auch eingeschlagen hat, wo vielleicht dann sein bedeutendstes, auch schon aber in der Frankfurter Studentenzeitschrift angefangenes Projekt, das will ich Ihnen auch hier kurz zeigen, die berühmte Enzyklopädie Raoul Treschiras vielseitiger großer Ratschläger für alle Fälle der Welt. Das ist ein mittlerweile 7 große Bände von dieser Stärke umfassendes Werk, an dem er eigentlich sein Leben lang gearbeitet hat. Und auch das ist also durchsetzt mit nun sehr intensiven Dialogen von Bild, Text. Und das sind eben alles Collagen, die er selbst geklebt hat. Teilweise so wirklich Abbildungen, wie man sie aus allen anderen Enzyklopädien kennt. Teilweise aber auch eben, wie Jörg schon gesagt hat, ganz ins Fantastische gehend. Das ist sozusagen ja vielleicht das Wichtigste, was er hinterlassen hat, literarisch, und eben auch hier ist wieder wichtig diese Vermischung der Formen. Auch das erinnert natürlich an den Anspruch, auch den Jules Verne eben auch hatte, sich auch durchaus im Bereich des naturwissenschaftlichen Wissens auch vorzudrängen, sondern sich auch dort zu präsentieren, als jemand, der eben viel mitzuteilen hat. Und das bedeutet eben hier, dass er wirklich Anspruch hebt über alle Gebiete des Wissens und des Lebens und unserer kulturellen Ausdrucksform verlässlich Auskunft zu geben. Und da merken Sie schon wieder, das ist eben dann immer auch Teil einer sehr ironischen Selbstinszenierung. Das ist vielleicht auch noch wichtig hier zu erwähnen. Also nach Herrn Waldmann gibt es sozusagen eine zweite oder eine weitere Figur, eben Raoul Tranchier. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also Tranchierer, also Raoul Tranchierer. Und damit Sie einen Einblick kriegen, wie diese Enzyklopädie sozusagen aussieht oder man einen Geschmack dafür kriegen, hat Klaus Köhler 2 Texte ausgesucht aus dem Taschenkompass. Lesegeschwindigkeit. Lem hat sich lange über die Lesegeschwindigkeit Gedanken gemacht. Er hat herausgefunden, dass eine Dame aus Stuttgart wöchentlich 6 bis 7 Romane liest, also durchschnittlich ein Buch täglich. Wenn man die Länge mancher Romane in Betracht zieht, sagt Lem, ist es ein Wunder, dass diese Dame nicht ermüdet, denn im Laufe des Jahres 365 Bücher zu lesen, kann kein Vergnügen sein. Ihre Leistung wird allerdings von einer Dame aus Frankfurt noch übertroffen. Die Dame hat während der 70 Jahre ihres Lebens nach ihren eigenen Angaben 19.000 Romane gelesen, hauptsächlich solche von deutschen Autoren, aber sie liest auch britische Schriftsteller. Der im vergangenen Herbst verstorbene Schweizer Scheißhofer gilt als ihr Lieblingsautor. Das alles ist schon erstaunlich genug, wird aber von einem Mann aus Mainz weit übertroffen. Dieser Mann hat in 6 Monaten nicht weniger als 320 Romane, 35 Biografien und 60 Reisebeschreibungen gelesen. Er gab zu, dass er nicht jedes Wort gelesen hat, aber er konnte den Inhalt der Bücher dennoch ziemlich genau beschreiben. Den Weltrekord im Lesen hält freilich ein Mann aus Oberolm, der in den letzten 15 Jahren 3.500 Romane, 256 Biografien, 39 religiöse Bücher und eine große Zahl von Gedichten, nach seiner eigenen Schätzung etwa 20.000 allein von Autoren aus der näheren Umgebung von Olm, gelesen hat. Wir zweifeln nicht an seiner Geschwindigkeit, sind aber der Meinung, dass damit die Spitzengeschwindigkeit noch längst nicht erreicht ist. Paarung. Nicht zu Unrecht erklärt man die Vorgänge des geschlechtlichen Lebens gern am Beispiel der Schmetterlinge. Der englische Forscher Fischer beobachtete einmal ein Schmetterlingsmännchen bei der Paarung. Sie begann am Nachmittag gegen 17 Uhr, dauerte die ganze folgende Nacht, bis sie schließlich um 9 Uhr morgens, also nach 16 Stunden, beendet war. Das sind 4,8% der gesamten Lebenszeit eines Schmetterlingsmännchens und würde auf den Menschen berechnet bedeuten, dass ein einziger geschlechtlicher Verkehr 177 Wochen oder 3,4 Jahre dauern müsste. In dieser Nachricht ist eigentlich alles enthalten, was wir bisher befürchtet haben.
Thomas, ich bin jetzt ganz gespannt, weil die Fußball-CDs haben wir schon, hast uns was zu erzählt, auch über das Buch, aber es liegt noch eine CD da bei dir. Ja. Was hast du uns noch mitgebracht? Ja, ich habe auf jeden Fall, wollte ich also nicht versäumen, auf das berühmteste Jazz-Hörspiel von Rohr Wolf kurz aufmerksam zu machen. Das hat er genannt Leben und Tod des Kornettisten Big Spiderbecke aus Nordamerika. Ich zeige auch das nochmal. Das ist also ja, praktisch die Biografie eines Jazzmusikers aus den 20er Jahren, die er erzählt hat. Und hier ist auch wieder, es geht ihm um mehr als jetzt biografisch das Leben dieses Menschen vorzustellen. Das macht er schon. Er versucht sozusagen das oft zu rekonstruieren, aber er hat auch hier wieder ja, sehr stark von ihm dann literarisierte Variationen dieses Lebens, die dann eben auch ins Fantastische gehen können, sozusagen hineingebracht. Und dadurch gelingt es ihm wieder eben schwer, sehr schwer darzustellende Episoden, eben solche der zum Beispiel künstlerischen Nichtanerkennung oder des starken körperlichen Verfalls am Schluss von dem Leben von Beiderbecke, dann so drastisch darzustellen, dass man tatsächlich, dass diese Fakten tatsächlich ja, in eine literarische Erfahrungswelt hineinkatapultiert werden. Und das ist also wirklich ja, eine große literarische Leistung von Rohr Wolf, und das wird aber begleitet durch zahlreiche Hörbeispiele und Ausschnitte aus Konzerten und aus dem Repertoire von Spiderbecke, und das ist einfach wie ein Kosmos, sage ich mal, von Klang, musikalischer Biografie und literarischer Personendarstellung, wie man das auch ganz, ganz selten nur findet und wie es eigentlich ja, der ganz großen Literatur entspricht, über die wir noch vielleicht auch zu wenig gesagt haben jetzt heute. Weil wir dürfen nicht vergessen, dass bei aller Vielfalt des Rohr-Wolfschen Werkes er auch einen ganz starken Akzent darauf gelegt hat, dass er wirklich auch eine für seine Zeit Position wiedergibt, die sozusagen, wie Adorno es genannt hätte, den Stand des Materials, also die ästhetischen Standards, oder man könnte auch sagen, die Avantgarde-Position eben auch wirklich trifft. Und da hat sich eben Rohr Wolf lange Zeit beschäftigt, einerseits mit Arno Schmidt, was den deutschen Sprachraum angeht, und andererseits mit der französischen Schreibweise des Nouveau Romans, die ihn eben auch begleitet hat in den 50er und 60er Jahren. Und da ist eigentlich sein erstes großes eigenes erstes Werk entstanden, was eben auch bezeichnenderweise den Titel trägt, der Roman Fortsetzung des Berichts, wo also auch nochmal klar wird, auch das haben wir jetzt schon heute ein paar Mal berührt, ihm war immer wichtig, er ist kein Einzelner, er steht in einer großen Tradition, er setzt etwas fort, was andere begonnen haben, und er will aber auch das Niveau dieser Fortsetzung halten und auch weiter steigern. Und das, glaube ich, sollte nicht vergessen werden, wenn man über Rohr Wolf spricht. Und jetzt so ein ganz persönlicher Tipp noch. Was würdest du als Einstiegswerk empfehlen, wenn man sich jetzt zum ersten Mal sagt, man ist jetzt neugierig geworden auf das Werk von Rohr Wolf? Was sollte man sich als erstes besorgen, ausleihen, anhören? Also ich finde eigentlich, als schönster kleiner Einstieg würde ich immer die Pilzer und Pelzer Texte empfehlen. Die sind sehr, sehr schön, und natürlich, das haben wir ja heute auch schon reichlich hier gehört, kann man auch sehr gut in dieses Werk über die Gedichte hineinkommen. Das ist völlig klar. Und ein sehr persönliches Gedicht wird uns Klaus Köhler jetzt nochmal vortragen. Es gibt nämlich drei unvollständige Versuche, das Leben zu beschreiben von Rohr Wolf, auch in diesem wunderbaren Sammelband enthalten. Und wir hören jetzt der zweite unvollständiger Versuch von 1995. Drei unvollständige Versuche, das Leben zu beschreiben. Zweiter unvollständiger Versuch.
In Saalfeld am Rande der Saale, da kroch ich hinein in die Welt, da habe ich einige Male, doch das ist ein anderes Feld. In Frankfurt, in Sachsenhausen, da blies mir der Dreck ins Gesicht, in Hamburg war ich oft draußen, doch das fällt hier nicht ins Gewicht. Ich habe gewohnt in St. Gallen, ich habe gewohnt in Berlin, da bin ich hinuntergefallen, da fahre ich wieder mal hin. Ich bin nicht in Basel geblieben, dort war ich mal oben, mal unten. Ich bin nach 5, 6 oder 7 Jahren aus Basel verschwunden. Ich habe gewohnt in Manhattan, in Gonsenheim und in Paris, im Nebel, im Dunst und im fetten Wiesbaden, im Regen, im Gries. Ich habe gewohnt in den Bergen, jetzt wohne ich am Kestrich in Mainz. Ich möchte am Ende bemerken, mit der Geduld eines Steins. Und einige unnötige Andeutungen über irgendetwas von 2002. Auf Wiedersehen, wir werden demnächst sterben und das kommt auch nicht alle Tage vor, wir werden kalt, wir werden uns verfärben und jemand kommt und wird uns dann beerben. Der Wind im Schädel pfeift uns aus dem Ohr. Man hat uns unsere Hüte abgenommen und unsere Bäuche hat man aufgeschnitten. Wir haben davon nichts mehr mitbekommen. Erst sind wir steif und bleich davongeschwommen und später sind wir tief hinabgeglitten. Der Nebel steigt, man hört das Wasser zischen. Am Montag sind wir leicht davongetrieben mit Schollen, Schratzen, Barschen, Schützenfischen, die stumm und schnappend rasch vorüberwischen, zerschlitzt und ausgenommen, wie beschrieben. 2/3 dieser Welt vom Meer bedeckt, das haben wir uns anders vorgestellt. Am Montag eingeschlafen, blutbefleckt und aufgewacht von Hunden abgeleckt. Es ist schon so, man steht, bevor man fällt. Das Gras, das dürre Gras ist abgebrannt, die Sonne finster und der Regen rot. Das Land ist weggewischt, das ganze Land. Der Mond schwillt auf, der Mond stößt an die Wand. Laut ist das Leben, leise ist der Tod. Die Kälte, die durch unsere Körper kriecht, der Kuchen, der auf unserem Tisch verdirbt und wir mit einem Tuch auf dem Gesicht, wir wissen, wie das dicke Ende riecht. Der Mensch erlebt so lange, bis er stirbt. Ja, ich hoffe, wir konnten Sie anregen, das Werk von Rohr Wolf wiederzulesen oder für sich neu zu entdecken. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Schröder und bei Klaus Köhler, heute hier dabei gewesen zu sein. Ich möchte Sie nochmal auf diesen wunderschönen Sammelband Alles andere ungewiss hinweisen, der im lokalen Buchhandel sehr gut zu erwerben ist. Das geht ja immer noch im Moment auch. Man ruft an, man schreibt eine E-Mail bei seiner Lieblingsbuchhandlung und dann kann man sich das abholen. Und zum Abschluss gibt es nochmal das titelgebende Gedicht, nämlich Alles andere ungewiss von 1971. Alles andere ungewiss. Abends sah ich einen Hut und die Atemstöße wehen, rauchend schwarz. Beim Weitergehen kam etwas aus meinem Mund, wie im Schlaf, ganz weich und rund, ausgeblasen, kurz und gut. Auch ein Rascheln in den Taschen von Papier, vielleicht von oben abgerissen, hochgeschoben. Das ist jetzt das letzte Loch, doch ich lebe immer noch, nur die Welt ist weggewaschen. Und der harte Himmel biss mir den Kopf ab und die bleichen Hände, Füße und dergleichen Ohren ab und ich verschwand rauchend in der Zimmerwand. Alles andere ungewiss.